select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Andreas, 5:1 ist dann doch relativ hoch ausgefallen. Wie sind die Emotionen jetzt mit der Meisterschaft? Klar, meine Emotionen sind natürlich groß, wenn es jetzt momentan auch nicht so viel oder so danach aussieht. Es fällt natürlich jetzt ein schwerer Stein vom Herzen, weil nach der ersten Halbzeit hat es eigentlich nicht so ausgesehen. Da sind die Nerven ein bisschen blank gelegen bei meiner Mannschaft. Aber letztendlich, wie es dann in der zweiten Halbzeit runtergespielt hat, war es überragend. Und sage ich auch mal, war es eines Aufsteigers würdig. Ja, war es schwierig, durch die Saison diesen Meistertitel zu holen? Ihr habt ja jetzt einen kleinen Vorsprung gehabt. Schon jetzt am vorvorletzten Spieltag habt ihr jetzt die Entscheidung gemacht. Ja, ich sag mal, da hat er überhaupt niemand damit gerechnet. Ich glaube, wir sind der Meister, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat. So sind wir überhaupt nicht mit dieser Zielsetzung in die Runde gegangen. Wir wollen einfach nur einen guten Fußball spielen. Ich meine, ich weiß, wie schwer es war am Anfang. Wir hatten ja die Runde angefangen ohne Sportvorstand, hatte eine Woche für Rundebeginn 14 plus 2 Spieler, sage ich mal. Und wir hatten uns das also hart erarbeiten müssen. Und von daher ist es absolut überraschend. Und für uns läuft gerade irgendwie ein Kinofilm ab. Das ist unvorstellbar. Ja, was hat euch diesen Titel letztendlich gebracht am Schluss? Und den Sieg auch heute, denke ich mal. Ja, ich glaube, man hat es in der zweiten Halbzeit gesehen. Genau das, die Mannschaft, wie sich die Mannschaft entwickelt hat, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist, gerade weil es so schwierig war am Anfang. Sie haben sich weiterentwickelt untereinander, haben sie einfach eine richtige Einheit gebildet. Und es ist so, Fußball besteht aus Einzelspieler. Wenn das passt, dann wird der Einzelne auch natürlich herausstechen. Aber letztendlich ist die Mannschaft, die den Erfolg beigebracht hat. Was rechnest du dieser Mannschaft für Chancen in der Oberliga aus? Oder denkst du jetzt erstmal nur über die laufende Saison und vielleicht über das Feiern nach? Ja, nein, also ich, wenn ich auch aufhöre, ich werde die Mannschaft natürlich verfolgen und ich wünsche der Mannschaft, dass es ihr gelingt, in dieser Liga zu bleiben. Und ich glaube, sie hat das Potenzial dazu und ich bin da felsenfest davon überzeugt, wenn sie das wieder abrufen, können sie sich auch in dieser Klasse etablieren. Ja, mit welchen Gefühlen hörst du jetzt hier auf? Ist es Wehmut dabei und tut es dir vielleicht ein bisschen leid, einen Oberligisten zu verlassen? Nein, also natürlich hat man schon mit einem weinenden Auge, ganz klar. Aber ich glaube wirklich, ich bin jetzt 2,5 Jahre da. Ich habe die Mannschaft da übernommen im November 16, wo wir um den Abstieg oder wo wir dann auch abgestiegen sind. Und diese Entwicklung von dieser Truppe, jetzt die letzten 2,5 Jahre, die war überragend. Und ich glaube wirklich, so abgedroschen, wie es sich auch anhört, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das hat einfach meine Erfahrung in den letzten Jahren, sowohl als Fußballer als auch als Trainer, gezeigt. Und ich glaube, dass das ganz genau der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören. Womit hörst du alles auf? Wohin führt dich dein weiterer Weg? Bisher ist kein neuer Verein. Die Gespräche, die ich geführt habe, das war nicht das, was ich mir vorstelle. Ich warte ab. Wenn jetzt momentan nichts dabei ist, dann werde ich schön zu Hause bei meiner Frau und den Kindern, werden wir schön die Sonntage genießen, werden wir ab und zu ein Spiel anschauen und irgendwann, wenn es sich wieder ergibt und es passt alles zwischen Verein, Trainer, Mannschaft dann, und mir, dann denke ich, werde ich irgendwann mal wieder auftauchen. Andreas, dann danke ich dir vielmals für das Interview, wünsche dir viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Vielen Dank, euch auch, herzlichen Dank und macht weiter so. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.